Im Zusammenhang mit der Veloförderung hat es uns natürlich Wunder genommen, wie die Kinder in der Stadt Bern ihren Schulweg zurücklegen. Darum haben wir letzten Herbst 870 Kinder befragt, welches Verkehrsmittel sie für ihren Schulweg brauchen. Jetzt liegen die Resultate vor und sie sind erfreulich. Ein Grossteil der Kinder geht entweder zu Fuß oder mit dem Velo in die Schule und ältere Taxis sind in der Stadt Bern kein Thema. Sehr schön ist auch, dass die Kinder ab der 6. Klasse das Velo noch vermehrt brauchen. Da sind wir sogar besser als der Schweizer Durchschnitt in anderen Städten. Was aber kritisch zu beurteilen ist, ist, dass die Kinder bis zu der 9. Klasse wieder auf das Velo vermehrt verzichten und entweder den Bus oder das Tram brauchen. Und dass Mädchen das Velo weniger brauchen als Buben. Wir müssen die Resultate analysieren und nachher Massnahmen vorschlagen, dass für alle Kinder und Jugendliche das Velofahren in der Stadt Bern noch attraktiver wird.